Besonders ist er in jedem Fall. Zum einen, weil er 16 Stunden nach seiner Vertragsunterschrift bereits für seine neue Mannschaft eine komplette Halbzeit im Testspiel aufläuft, ohne ein einziges Mal mit dem Team zu trainieren. Und zum anderen, weil er der erste Georgier beim HSV ist. Die Rede ist von Georgi Chakvetadze. I'm very happy to be here. I will try to. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier sein kann und bedanke mich bei allen Verantwortlichen, die dies möglich gemacht haben. Ich freue mich auf die ersten Spiele und hoffe, dass ich meiner Mannschaft mit meinen Toren helfen kann. Der 22-jährige Georgier kommt vom KA Gent nach Hamburg und erhält einen Leihvertrag bis zum Sommer. Ein Wechsel wird ihm richtig gut tun und wir sind überzeugt davon, dass er uns im Offensivspiel weiterhelfen wird. Er kann mehrere Positionen spielen, er kann im Zentrum spielen, er kann im Flügel spielen, hat eine gute Dynamik, ist torgefährlich, kann Tore vorbereiten, hat ein gutes Dribbling, also er ist relativ ausgewogen und ich freue mich, wenn er dann loslegen kann. Zeit, seine neuen Mannschaftskollegen besser kennenzulernen, bekommt er in den kommenden Tagen. Bis zum nächsten Pflichtspiel gegen den SV Darmstadt sind es noch 8 Tage und mindestens 6 Trainingseinheiten. Aber wenn Georgi Chakvetadze dann am Böllenfalltor genauso viel Gas gibt wie in seinen ersten 16 Stunden beim HSV, dann wäre das sicherlich ziemlich besonders.